Autofahrer meldeten über Notruf ein brennendes Fahrzeug im Bereich Glemseck auf einem Parkplatz an der LF87. Bis die Feuerwehr dann eingetroffen ist, brannte ein Transporter und ein nebenstehender PKW in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Leonberg war mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort. Um den Transporter vollständig zu löschen, musste dieser noch geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Alle weitere Informationen zum Ganzen findet ihr unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Das zurückbauen, dass wir da Platz kriegen für den. Thank you.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr, falls noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und anschließend dürft ihr wie immer gerne hier unter dem Video in den Kommentaren euch austauschen, eure Meinung kundtun oder eure Fragen stellen.